Evapore, das ist die letzte Hörpost für dieses Jahr. Deshalb wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021 wünsche. Viel Glück und vor allem beste Gesundheit für alle Gästeinnen und Gäste der Webseite von Radio Tirana und alle unsere Hörerinnen und Hörer, denen ich auch im Jahr 2021 einen guten Empfang von Radio Tirana wünsche. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir haben auch in dieser Woche neue Inhaltsreiche für uns erhalten. Deshalb möchte ich von Anfang an meinen Sender den Funkgästen danken. Benjamin Hassan Basil, Chris Malbeuf, Abid Hussein Said, Alfred Albrecht, Siddhartha Bhattacharya, Ali Kogar, Volker Schmidt, Johann Zauber, Werner Schubert, Hans Holli in Berlin, Benz Heisse, Michel Bethke, Fritz Andorf, Josef Zimmermann, Stefan Lipsos und Volker Wischer. Nochmal herzlichen Dank für die inhaltsreichen Briefe und E-Mails, die wir mit Freude und Aufmerksamkeit gelesen haben. Wir haben alle Empfangsberichte mit unseren Postkarten bestätigt, die wir heute in die Post geschickt haben. Und nun verlese ich einige Ausschnitte aus der Post dieser Woche. Sängerinnen, Jemma und Rana Lipohova. Die Schwestern Lipohova sind zwei bekannte Sängerinnen, die der albanische Szene mit ihren Stimmen erobert haben. Jemma und Rana Lipohova sind der albanische Sänger. Die beiden Schwestern Lipohova haben zusammen viele Duette gesungen und sie haben an vielen Festivals und Konzerten teilgenommen. Sie sind für das albanische Publikum sehr bekannt.